Gut, jetzt haben wir noch eins offen. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt ungefähr eine halbe Stunde gebraucht für das Ding. Und da müsste ich theoretisch jetzt 2 15er Folgen machen. Aber das wird nicht ganz klappen, weil dort drüben ist ja auch noch eins. Ich denke mal, das machen wir nächste Woche, würde ich schon fast sagen. Dann gehen wir nämlich jetzt mal eben zurück und werden mal die letzte Welt freischalten. Das ist hier oben. Beginnen wir dann nämlich das schon mal. Also letzte Welt meine ich jetzt von dem normalen Spiel. Hier würde es ja theoretisch auch noch reingehen. Kommen wir aber nicht durch. Ich denke mal, dadurch, dass so eine Flaschen da irgendwie angezeigt werden, hat das und lila ist, hat das was mit dem Geist zu tun. Kann ich mir so gut vorstellen. So, gehen wir mal hoch. Und schalten wir mal frei. Area unlocked. Energie auf dem Dachboden wurde wiederhergestellt. Das Kapitel Ende der Zeit ist jetzt verfügbar. Also ich würde gerade sagen, muss ich jetzt irgendwie hochklettern oder kommt das Ding nochmal runter? Naja, das ist schön. Aber hier wurde auch schon ewig nicht mehr gesaugt. Warte mal, was haben wir hier drin? Ah, ein Knöpfchen. Ah ja, okay, hier brauchst du den Hut, um überhaupt weiterzukommen. Gehen wir erstmal dort hin. Hä? Okay, was das jetzt denn los war, verstehe ich immer noch nicht. Ah, ich sollte mich einfach bloß nach oben... okay. Ich sollte mich einfach bloß nach oben katapultieren lassen. Globus. Das sieht auch so aus wie so ein Hexenzirkel. Zack. Kapitel 5, Ende der Zeit. Das Finale. Oha. Sich ja Rotkäppchen was zusammengebaut. Theoretisch würde das ganz gut kommen. Ah, die Jax. Alles klar, da hätte ich vielleicht erstmal den freien Modus machen sollen. Ich komme auch nicht richtig hoch. Check. 154. Oh, komm, einfach abreißen hier. Da fragt sich nämlich dann der, was weiß ich, 175 jetzt hat, wo sind die Leute vor ihm? Okay, ich Schlange zu stehen, das ist ein Scheißdreck. Was will denn der hier? Jagus wird uns hier wasser. Er ist ein Star. Verstehst du? Grüße, Werter. Sehr viele. Was ist mit dir? Hey, Kleiner, wie geht's deiner Seele? Immer noch da? Ich würde gerne wissen, wer hier meint, mich zu verurteilen. Klar, ich hab mir ein paar 100 Seelen geraubt. Wen kümmert's? Bitte tue uns alle einen Gefallen und finde heraus, wer hinter all dem hier steckt. Und verpasst dem ein Ende. Normalerweise befürworte ich diese Art von Ding nicht, aber das hier ist sehr autoritär. Vor allem, wer soll denn das sein? Guck mal hinter dir, da ist eine Statue. Da könntest du dir theoretisch schon denken, wie die Person aussieht. Aber du kannst halt noch nicht kennen. Alles klar. Das sind wieder diese Selbstmord-Füchse. Seit wann ist gruselig sein ein Verbrechen? Schon immer. Komm, mach die Tür auf.
Haben wir hier unten vielleicht noch was? Nö. Also bisher... Der Weg rein ist doch einfach. Oha. Gut. Ich hab's nur zur Sicherheit gemacht. Yeah, Bowsers Schloss. Ach nee, das ist ja... das ist ja was ganz anderes. Aber... Es sieht... halt auch sehr geil designt aus. Hier haben sich die Entwickler halt schon doch nochmal ordentlich was einfallen lassen vom Design. Was natürlich sehr geil aussieht. Au! Ist nicht glatt! Ach stimmt, die Urs kann man ja auch töten. Gerne mit dazu, zu den Bonustypen. Das muss bleiben. Sagen wir hier noch was? Lauf! Lauf! Was bist du denn? Achso. Diese Tomate. Ach du heilige, ernsthaft? Wie war denn das mit dem Werfen? Werfen oder X? Alles klar. Oh shit! Oh. Hat aber fast geklappt beim ersten Mal. Ich bin wahr begeistert. Oh Mann, war das knapp. So. Wenigstens war ein Top. Sich immer. Ach du Scheiße, du bist Riesenei. Dach. Dach. Bäh, genau. So, machen wir unseren Zeithut, da haben wir unseren Zeithut, den brauchen. Ja. Das wäre der Hacken gewesen. War vielleicht ein bisschen überflüssig. Man hätte nämlich schon vom ersten aus springen können. Hier hätte ich jetzt vielleicht noch so eine. Auf! Shit! Hätte ich... Okay, da unten ist keine Lava, da kann ich ganz normal runter. Was würde ich sagen? Achso, ich hätte da so eine Art Pressen oder irgendwas erwartet. So sah das nämlich ein bisschen aus. Natürlich. Yes. So war man da. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier in dem... Alles klar. Papons mir nicht. Da unten ist auch noch was, aber da werden wir auch gar nicht... brauchen, weil das sind bloß Pons und momentan haben wir 1200. Ist ja jetzt nicht so. Warte mal, ich nehme mal hier mein Zeitbild hier. Das kommt, denke ich mal. Ach, die. Aua. Natürlich. Gerade wo ich angehalten habe. War das knapp. Ui! So, Zeithut, da. Wo ist es denn jetzt hier? Unten? Ne, da unten war nicht mehr. Na doch, mehr Herz. Ah, komm, runter, ab. Oh, Junge. Ich hab grad
ein bisschen die Angst gehabt, dass die Platte runterfällt. Oh shit. Das habe ich natürlich jetzt nicht gesehen, dass genau dort an der Stelle, ja, sag ich mal, hier das mit dem Geisterhut, du dich begnügen musst. Ach gut, die Dinger gehen aber auch schnell hier runter, ja. Das ist ja... Oh, zwei Herzen. Ich will mich gerne mit. Ah! Gib mir mein Mützchen. Kann ich? Ah, ich kann einfach so durch die Lauerwand mit dem Geisterhut. Ich habe mich gerade gewundert. Wie kommst du jetzt hier durch? Aha, ich habe gedacht, das ist so eine richtig fette, so eine richtig fette Lavawand, die, was weiß ich, 5 Meter geht. Boah. Das lässt du bleiben. Das lässt du auch bleiben. Yeah, wir haben es erreicht. Jetzt müssen wir bloß noch bis dahinter. Denke ich, schaffen wir. Hallo? Das war der dritte. Da bin ich schon gewundert, warum. Normalerweise zeigt doch irgendwas an, dass da jetzt was passiert ist, so nach dem Motto. Das war halt hier gerade nicht der Fall und ja, muss man halt doch noch denjenigen gut töten. Ach Gott, wie ist das jetzt? Ich glaube, hätte ich das jetzt nicht angehalten, wäre ich... Ah! Mit Nein gesprungen. Ganz abschmecken. So. Hä? Habe ich nicht ein Herz verloren gehabt? Oh, komisch. Na, Dicker? Du tust mir nichts? Das ist schön. Hätte ich auch, glaube ich, ganz schön Angst. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, und weiter, das musste ich schon seit Anfang an. Dieser Hinweis ist, ja, ne? Sehr bescheiden. Boah. Ich hab mir beinahe wieder den Arsch verbrannt. Und auch. Boah. Natürlich gerade bei dem Spiel. Ich kann hier nicht durch. Ich bin keine Standeule. Also ist klar. Was? Komm, das geht auch noch. Also da kenne ich viel Schlimmeres. Das schaffst selbst du. Jetzt zum Beispiel rein oder halt jetzt rüber springen. Eins von beiden. Ja. Hier brauchen wir bloß ein bisschen weiterspringen. Da genauso. Ist das dann etwas einfach gemacht? Ich frage mich, wie das hier bei dem Seal the Deal sein würde. Da wäre ein bisschen krasser, denke ich mir mal. Vor allem, wenn du es unter Zeit schaffen sollst. So, was ist jetzt mein? Ich kann Hühnchen riechen. Hühnchen. Komm. Alles klar. Warten wir mal kurz. Vor allem hier gibt es 4 Herzen, also hast du ordentlich Anlauf. Oh, wir scheinen angekommen zu sein. Okay. Da oben ist Rotkäppchen. Na, dann wollen wir sie doch mal begrüßen. Hi, Rotkäppchen. Ich hatte alten Mann nicht
für so zwei ganze Tage mal geschlagen. Nicht für so zwei ganze Tage mal. Nö, nee, überhaupt nicht. Oh, wow. Oh, was für eine berührende story. Geschichte. Just kidding. Ha, Schatz, Bösewicht, nächster. I said ich sagte, nächster. Bin doch da, hör auf. Aber ich stelle mich da nicht drauf, ich will nicht da irgendwie runterfallen. Es sind aber wenig Glasuhren. Sanduhren, Zeitstückuhren. Oh, it's you. Ach, du bist's. You've been kind du hast schon ein kleines egoistisches Vieh. Oh mein Gott, du warst mir nicht im Weg. Ich lass dich gehen. Du bist einer der Guten. Oder so. Go on. Na komm, du bleibst am Leben. Nächster. Im Prinzip ist sie ja jetzt die Böse. Die lässt mich doch nicht wirklich gehen. Willst du wirklich gehen und aufgeben, alles hinter dir lassen, die Welt für immer in diesem Zustand beibehalten und nie nach Hause zurückkehren? Ja. Nee, Spaß. Ich bleib hier.